Hier handeln wir anstelle des Staates, steht auf dem Banner über dem Flüchtlingscamp in Aubervilliers vor den Toren von Paris. Rund 800 Menschen leben in diesen Zelten. Und das, obwohl die Corona-Infektionszahlen in der Gemeinde steigen. Die Regierung sagt, dass man einen Abstand von 1 Meter oder 1,50 Meter einhalten muss. Aber sehen Sie hier, da ist kein Meter. Wir liegen übereinander. Hier ist es Corona hoch 10. Sehen Sie, wir leben hier und die Leute kommen und machen hier ihre Geschäfte. Und was ist mit Corona? Da ist Corona. How is the corona? Corona is here, corona. Human being, they cannot live in here. Menschen können hier so nicht leben. Jeden Tag sieht man jemanden, der krank ist, denn hier weiß man, dass es nicht sauber ist und wir nichts zu essen haben, keine Duschen haben. You know, it's not clean. And you don't have what to eat. You don't have shower, cleaning shower. Immer wieder werden solche Camps von der Polizei geräumt, bevor sie kurze Zeit später an anderer Stelle wieder entstehen. So werden die Geflüchteten immer weiter aus Paris herausgedrängt. Aktivisten bemängeln die Tatenlosigkeit der Behörden. Es gibt 30 Organisationen, Verbände, Kollektive, darunter auch wir und andere, die eine gerichtliche Verfügung beantragt haben, um Wasserstellen, Mülltonnen und sanitäre Einrichtungen zu errichten. Es ist absolut unzureichend, was getan wurde. Vermutlich dürfte auch dieses Camp in naher Zukunft von den Behörden geräumt werden. In solchen Fällen werden die Geflüchteten in Heimen untergebracht, während ihre Anträge bearbeitet werden. Doch viele Geflüchtete verstecken sich. Aus Angst, ihr Asylgesuch könnte abgewiesen werden. Erst kürzlich wurde Frankreich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen so wörtlich unmenschlicher und entwürdigender Lebensbedingungen für Asylsuchende verurteilt.